Ihr könnt in irgendeine Suchmaschine MS Teams Login oder sowas eingeben und kommt dann auf die Seite und klickt auf Anmelden, nicht auf Registrieren. Ihr habt ja schon was. Oder hier auf Anmelden. Es gibt ja schon Passwort und Benutzername. Den Benutzernamen hier rein, das ist diese E-Mail-Adresse, name@teamsmusim.de und weiter und dann das Passwort. Das erste Passwort ist sehr kompliziert und anmelden. Jetzt gleich ein schöneres Passwort. Also überlegt euch was, was ihr euch merken könnt. Gleichzeitig soll es aber so sein, dass es nicht jeder Mitschüler errät. Also nicht der Name vom Lieblingshaustier, das jeder kennt. Ja, und dann seid ihr drin. Weitere Informationen, das ist schon sehr wichtig. Da gibt es so Fragen. Wie heißt das erste Haustier? Und Antwort. Also 1, 2, 3 Fragen. Das ist wichtig. Warum? Wenn ihr das Passwort vergesst, können wir an der Schule nicht helfen. Wir müssen dann erstmal eine E-Mail an die Stadt München schreiben. Und da sind irgendwelche Leute beschäftigt. Das ist bei Mebis einfacher gewesen, da hätte man das selber machen können. Und deswegen macht von diesen Fragen am besten ein Foto, auch so, dass wieder kein Mitschüler erfährt, sondern nur ihr. Und schreibt euch das Passwort, das schreibt euch irgendwo auf. Ja, irgendwo geheim, aber so, dass ihr das wieder findet. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wenn ihr endlich drin seid. Ihr möchtet, dass ihr etwas herunterladet. Hier sagt er die Linux-App, weil es ein Linux-Rechner ist. Ihr könnt aber auch das im Browser verwenden. Das heißt also, das ist hier ein Chrome, der funktioniert gut, Explorer auch. Der Firefox soll manchmal Probleme machen, meistens geht es auch. Also entweder einfach im Browser bleiben, ja, das ist so das hier, oder machen wir andere Farbe. Ihr sagt jawohl, ich will eine App runterladen und dann schaut es so aus, dass man hier die Software hat. Und ihr könnt es am Handy auch, ja, es gibt am Handy und am iPad und auf jedem Gerät gibt es eine App, eine Software und wie ihr wollt. Genau. Wenn ihr drin seid, gibt es hier so Möglichkeiten, also dann wollen die euch was erklären, wie es funktioniert. Das Schöne an Teams ist, ihr könnt, wenn ihr Probleme habt, einfach in YouTube die Frage eintippen und dann gibt es zum Beispiel die Videos von dem Kurzlöser und die sind super und erklären alles in Ruhe. Zurück zu Teams. Vielleicht hat euch der Lehrer einen Code gegeben, damit er in das Team reinkommt. Ja, den gibt ihr hier ein. Also ihr seid hier bei Teams, dann bei Code eingeben und dann kommt er endlich in ein Team hinein. Dieses Team heißt Test. Da könnt ihr bei Beiträge, könnt ihr dann, das Beiträge ist das, was so WhatsApp-mäßig ist. Da könnt ihr dann schon irgendwelche Unterhaltungen beginnen. Ja, mit @Name könnt ihr versuchen, einen Mitschüler anzuschreiben. Wir bleiben immer freundlich hier am AWG. Ja, und ihr müsst bedenken, ihr seid da mit vollem Namen drin. Deswegen gehe ich davon aus, also wir haben die letzten Jahre. Mebis ist mir auch mit vollem Namen drin, gab es nie irgendwelches Unangenehmes. Also ich habe jetzt einmal als Lehrer so die Ausrede gehört, jemand hat mein Passwort geknackt und in meinem Namen das Blödsinn geschrieben und so weiter. Also das glaubt euch keiner. Ja? Also wenn mal was rausrutscht, dann sagt man sorry. Ja? Und entschuldigt sich und dann kriegen wir das wieder hin. Aber deswegen schaut ihr ein Passwort zu haben, das keiner knackt, damit sowas nicht ist. Aber wie gesagt, da hat man die letzten Jahre nie was. Wenn jetzt unter Beiträge der Lehrer eine Aufgabe stellt, das ist schon das Wichtigste. Hier unter Aufgaben sind die Aufgaben, unter Beiträge sind die Aufgaben, weil das ja ein aktuelles Ding ist. Und die Aufgaben, es ist immer das Gleiche hier. Also sollten wir eine Pandemie haben, wäre unter hier unter Aufgaben die Liste sämtlicher Aufgaben, die zu tun sind. Schön übersichtlich. Naja, dann geht ihr hier rein und könnt eine Datei anklicken und abgeben und könnt sehen, gibt der Lehrer Punkte oder keine Punkte her. Das ist wirklich nicht kompliziert. Wenn wir eine Schulschließung hätten, wäre das hier wichtig, aber das erkläre ich extra. Besprechung, das ist Videokonferenzen. Das ist das eingebaute Skype. Genau. Und unter Dateien gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass ihr Dokumente, Word-Dokument, Excel und so anschaut. Ihr könnt hier wohl auch hochladen, ja, und irgendwas Neues erstellen. Ich kenne die Spielregeln selber noch nicht. Wo dürfen Schüler, wo dürfen Lehrer? Probiert es aus. Hier gibt es so verschiedene Kanäle. Sagt doch dem Lehrer, soll mal einen Kanal-Test machen. Da könnt ihr rumprobieren, ohne dass irgendwas passiert. Ja, das ist das Kursnotizbuch. Das ist erstmal irgend so ein allgemeines Blabla. Da muss man beim Kursnotizbuch auf dieses Dreieck klicken. Das ist vielleicht noch nicht in jedem Klassenteam freigeschaltet. Und hier ist es spannend. Da gibt es also dieses Inhalt,
Da kann nur der Lehrer irgendwas für euch reinschreiben und ihr könnt es lesen. Der Teil, da steht euer Name, das ist, glaube ich, privat und da könnt ihr irgendwas notieren und Kollaboration, da könnt ihr mit Mitschülern gemeinsam irgendwelche Mindmaps erstellen. Okay, also wir hatten Aufgabenkurs, Notizbuch, jetzt gehen wir rüber zu, nee, dahin. Das ist noch wichtig, das seid ihr. Wenn ihr da, also das Wichtige ist natürlich ein schönes Bild hoch, es müsst ja nicht ihr persönlich sein, also irgendwie ein Auto. Ein Hund oder sowas. Und dann aber in Einstellungen gehen und Design ist ja ganz nett. Wichtig ist Benachrichtigungen. Und hier spielt mal. Hier könnt ihr reinklicken, welche Benachrichtigungen ihr wollt. Bei uns funktioniert die E-Mail noch nicht, weil das provisorisches Teams ist. Solltet ihr aber das Teams am Handy haben, dann könnt ihr Nachrichten kriegen. Ohne ihr könnt es abschalten. Ich will keine Nachrichten kriegen. Und ihr wollt informiert werden, es soll aber nicht nerven. Und das kann man hier einstellen. Das war, genau, wenn ihr hier links oben da draufklickt, dann könnt ihr auf Office 365. Ja, dieses OneDrive, das ist die Notizbuch-App, ja, das ist dieses Kursnotizbuch. Teams ist klar, online PowerPoint, Word und so weiter. Und hier könnt ihr dann online Texte schreiben. Also wie man sieht, ich nutze hier LibreOffice, ja und so weiter, finde ich viel cooler. Aber jetzt haben wir einfach beides, ja. Das ist hier unter Apps, einfach mal ausprobieren. Es ist nicht alles freigeschaltet. Also wir hatten Apps. Wir haben einen Kalender, den müssen wir verstehen. Die Aufgaben gibt es des Teams, gibt es einen Chat, da können wir mit allen chatten. Und bei Aktivitäten ist alles, gibt es das Neueste. Und hier war das Office 365. Jo, schon letzte Folie. Das ist ein besonderes Team. Da möchte ich sämtliche Schüler des AWGs versammeln. Das ist gut für die SMV, für Wahlfächer und für Chats im Klassenbereich. So, viel Spaß damit, ist schon ein schönes Ding.